Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft und wir machen uns heute wieder ran, den Kalender aufzumachen und ich würde sagen, wir gehen einfach mal schnell in den Store rein und gucken mal, was wir heute erhalten haben und heute haben wir ein Skin-Paket erhalten, Freunde, also es lohnt sich heute wirklich einzuloggen, wir haben heute den 23. Wer sich heute nicht einloggt, hat das Ganze nicht erhalten. Also Freunde, einloggen, am Ende des Videos verlinke ich dir nochmal ein Video, wo du siehst, was wir gestern erhalten haben, falls du den Tag versäumt haben solltest und... ja, dann siehst du, was du verpasst hast. So, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze kurz an. Also, ihr müsst nur einfach oben raufklicken, da wo ich gerade bin hier. Da einfach dann kostenlos raufklicken, steht dann da. Und dann könnt ihr euch das runternuckeln und dann habt ihr das Ganze für immer und ewig freigeschaltet. Diese Skins sind zwar nur 4, aber ich muss sagen, wenn es Skins umsonst gibt, sollte man sie hier immer nehmen, weil vielleicht kann man sie manchmal, besonders ich kann sie manchmal in Projekte vielleicht mit einbinden. Also von daher, immer super, wenn es Skins umsonst gibt. Hier unten könnt ihr noch bewerten. Für mich war das Ganze 5 Sterne wert, weil es überhaupt auch Skins gibt. Wir können vielleicht auch erwarten, dass noch mehr Skins kommen oder nicht. Wir haben noch viele Türchen vor uns und da kann noch einiges drinstecken. So, ansonsten war es das heute wieder eine kurze Folge, diesmal einfach nur ist das hier immer für euch zur Information, ob es sich lohnt, immer sich einzuloggen oder nicht, aber heute lohnt es sich auch wieder, weil es sind Skins, nicht so wie mal so eine Survival-Welt, da ist es nicht so unbedingt wichtig, aber für Skins sollte man sich schon einloggen. So, ansonsten war es das Ganze hier, wir sehen uns wieder in einer anderen Folge wieder, also haut's rein und tschüss.